Als Landwirtinnen haben wir uns gefragt, wie wir uns und andere Menschen nachhaltig ernähren können. Die Permakultur beschäftigt sich mit der Beantwortung dieser Frage. Mit verschiedenen Praktiken der Permakultur haben wir den Hof meiner Familie in den letzten 4 Jahren zu neuem Leben erweckt. Gleichzeitig sind uns immer neue Fragen gekommen. Wie können wir am effektivsten Biomasse herstellen und dauerhaft Boden aufbauen? Biomasse ist eine essentielle Ressource, wenn wir nicht künstlich düngen wollen, und wird beispielsweise als Mulchmaterial für die Viehhaltung oder für die Kompostherstellung verwendet. Wir benötigen sie, um das Bodenleben zu füttern. Aber für 1 Hektar Anbaufläche benötigen wir stolze 3 Hektar Biomasseanbau. Und wie bekommen wir das Material ressourcenschonend nun von A nach B? Wie kann die Wasserversorgung nachhaltig sichergestellt werden? Die Grundwasserspiegel sinken immer weiter. Gießen ist, selbst wenn wir einen Brunnen haben, ressourcenintensiv. Aber selbst bei einem gut gemulchten Beet braucht unser Gemüse Wasser. Und wie können wir außerdem ein für uns günstiges Mikroklima kreieren? Mit dem sich ändernden Klima nimmt auch die Gefahr von Spätfrösten und Extremwetterereignissen wie starker Hitze oder Hagelschauer zu. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie können wir besser erkennen, was unser System braucht? Getreu dem Permakulturprinzip "Beobachte und interagiere" haben wir in den letzten Jahren Mängel in unserem System erkannt und Hilfsmittel aus unserem System verwendet. Haben wir beispielsweise einen Pilzbefall bei unseren Gemüsepflanzen beobachtet, stärken wir die Pflanzen mit Ackerschachtelhalmbrühe und versuchen unser System resilienter zu gestalten mit beispielsweise eigenem Saatgut, resistenten Sorten und Bodenaufbau. Wie können wir besser verstehen, durch welche Prozesse es zu diesem Mangel kommt? Und wie können wir dann an der Ursache anknüpfen und nicht nur Symptome behandeln? Bei der Recherche zur Beantwortung dieser Fragen sind wir auf ein Prinzip gestoßen, das genau diese Fragen mit einem einzigartigen Konzept angeht. Das Prinzip heißt syntropische Agroforstwirtschaft und wurde vom Schweizer Ernst Götsch in Brasilien in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Syntropische Agroforstwirtschaft arbeitet mit der Natur und nicht gegen sie, durch Strategien, die der Funktionsweise natürlicher Ökosysteme ähneln. Das Konzept geht davon aus, dass alle Spezies Teil eines Makroorganismus sind, der nach der Logik der Kooperation und der bedingungslosen Liebe zum Leben funktioniert. Der Mensch ist Teil dieses Systems. Statt Ausbeuter kann er Schöpfer von Ressourcen sein. Betrachten wir Syntropie praktisch anhand einer einfachen Formel. Die richtigen Pflanzen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. In der Permakultur ist die Auswahl und Anordnung der richtigen Pflanzen ein zentrales Thema. Gepflanzt wird in Mischkultur und im Einklang mit Fruchtfolgen. Im Ökosystem übernehmen verschiedene Pflanzen verschiedene Aufgaben und Ziel ist es, dieses Zusammenwirken zu imitieren. Die syntropische Landwirtschaft strebt nach einer größtmöglichen Komplexität, einer größtmöglichen Diversität, in der jede Pflanze ihre Funktion erfüllt und unter den bestmöglichen Bedingungen gedeihen kann. Daher bekommen im System nicht nur Pflanzen Platz, die eine vermarktbare Ernte liefern, und trotzdem wird der Output des Systems den einer Monokultur überschreiten. Diese anderen Pflanzen übernehmen wichtige Funktionen im System, die dafür sorgen, dass das System als Ganzes gedeihen kann. Eine Pappel beispielsweise, die regelmäßig geschnitten wird, liefert Mulchmaterial, das den Boden vor Erosion und Austrocknung schützt und das Bodenleben füttert. Gleichzeitig führt das Schneiden zu einer Ausschüttung von Wachstumshormonen im Boden, welche die Pappel selbst, aber auch ihre Nachbarspflanzen zum Wachsen anregen. Der richtige Ort ergibt sich im Kontext unserer Klimazone durch die natürliche Stratifikation. Zuallererst müssen wir uns damit beschäftigen, in welcher Klimazone wir uns befinden, was unsere Jahreszeiten ausmacht und welche natürlichen Ökosysteme wir vorfinden oder vorfinden würden. Zentral für die Organisation der Pflanzen im Raum ist die Stratifikation, also die Schichten des Ökosystems. Diese Stockwerke oder Strata spiegeln die verschiedenen Lichtbedingungen wider, der eine Pflanze dort ausgesetzt ist. Konkret bedeutet dies, dass eine Pflanze im unteren Stockwerk weniger Licht bekommt als eine Pflanze im oberen Stockwerk. Dies müssen wir in unsere Planung mit einbeziehen, denn jede Pflanze hat andere natürliche Lichtbedürfnisse und je nachdem, wie wir die Pflanze dem Licht aussetzen, verhält sie sich anders. Beispielsweise sind Johannisbeerenpflanzen, die in ihrem natürlichen Lebensraum unter Bäumen wachsen würden. Dort produzieren sie weniger, jedoch nahrhaftere Früchte als in voller Sonne.
Wenn wir diese Pflanzen unter Druck setzen und sie hohen Lichtverhältnissen aussetzen, produzieren sie kurzfristig mehr Früchte, sind jedoch auch anfälliger für Schädlinge und Krankheiten. Für die richtige Zeit betrachten wir die natürliche Sukzession. Sukzession, das ist die zeitliche Aufeinanderfolge der an einem Standort einander ablösenden Pflanzen- und Tiergesellschaften. Wir schauen uns die Entwicklung der Organismen auf der Erde an, um natürliche Ökosysteme zu verstehen. Stellen wir uns einmal vor, wir haben am Anfang einfach nur Geröll. Auf Geröll wächst wenig. Kolonisierer wie Moos beispielsweise können das und schaffen die Voraussetzungen für komplexere Lebensformen. Die ersten vielschichtigen Netzwerke werden aufgebaut. Organische Stoffe werden hauptsächlich durch Bakterien und Pilze umgewandelt. Nach dem System der Kolonisierung geht das System in die Akkumulation, also die Anreicherung, über. Komplexität und Diversität erhöhen sich. Kohlenhydrate werden im Boden angereichert. Lebewesen entwickeln sich weiter, wobei die Transformationsprozesse langsam stattfinden. Wenn es zu Energieüberschüssen kommt, geht das System in das Überflusssystem über. Hier herrschen komplexe Netzwerke vor. Transformationsprozesse finden schnell und häufig statt. Der Stoffwechsel des Systems ist effizient. Die Abundanz ernährt den Menschen und andere große Tiere und alle Pflanzen, die er kultiviert. Im Zuge der natürlichen Sukzession können wir Systeme in den eben beschriebenen drei Zuständen vorfinden: Kolonisierung, Akkumulation und Abundanz. Mit fortschreitender natürlicher Sukzession steigt auch die Syntropie, also die Komplexität. Gleichzeitig nimmt das natürliche Kapital, also die Quantität und Qualität des konsolidierten Lebens, zu. Die natürliche Sukzession findet im Rahmen von Zyklen statt, die durch die Wellen zwischen den zwei Strahlen dargestellt werden. Dabei laufen diese Zyklen im Kolonisierungssystem noch sehr langsam ab. Die Frequenz nimmt mit steigender Sukzession zu. Ein Sukzessionszyklus besteht aus Plazenta, Sekundära und Klimaxphase. Diese Phasen lassen sich sowohl in Lebenszyklen einzelner Pflanzen als auch ganzer Systeme wiederfinden. Als Analogie für die Sukzessionsphasen eines Systems betrachten wir den Lebenszyklus einer einjährigen Pflanze. Die Plazentaphase beschreibt eine Entstehungsphase. Bei einer einjährigen Pflanze ist das die Phase, in der der Samen im Boden anfängt zu keimen und ein Sämling wächst. In der sekundären Phase steckt die Pflanze ihre Energie in Wachstum und Biomasse. Erst in der Klimaxphase, dem Höhepunkt, wird überschüssige Energie in die Frucht- bzw. Saatgutproduktion gesteckt. Danach wird die einjährige Pflanze absterben und eingehen. Dieser Zyklus kann auch bei mehrjährigen Pflanzen und komplexeren Ökosystemen beobachtet werden. In so einem System ergeben die Lebenszyklen mehrerer Pflanzen zusammen die jeweiligen Phasen, wobei alle Pflanzen von Beginn an im System enthalten sind. Nimmt die Photosyntheseleistung der ersten Plazentapflanze ab, wird sie von einer nächsten Pflanze abgelöst. Nach den Plazentapflanzen übernehmen die sekundären Gehölze die hauptsächliche Photosyntheseleistung im System. Während dieser Phase haben die Klimaxgehölze Zeit, sich zu entwickeln, bis sie in der Klimaxphase des Systems ihr volles Potenzial erreicht haben. Hieran sehen wir, dass wir nicht nur Ernte haben, wenn das System in der Klimaxphase angekommen ist, sondern auch die Pflanzen der Plazenta und der sekundären Phase eine reiche Ernte abwerfen. Nachdem ein solcher Zyklus abgeschlossen wurde, ist das natürliche Kapital durch beispielsweise Bodenaufbau erhöht und neue Bedingungen wurden geschaffen, sodass sich weitere Spezies ansiedeln können, die erneut das natürliche Kapital weiter erhöhen und die natürliche Sukzession vorantreiben. Für unsere Formel bedeutet das, dass wir nicht nur bezogen auf die Organisation im Raum die richtigen Pflanzen auswählen, sondern gleichzeitig den Film abspielen müssen, wie sich die Pflanzen entwickeln und was sie in der Entwicklung für Unterstützung brauchen, um unter besseren Bedingungen gedeihen zu können. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. In unserem System haben wir Walnüsse im emergenten, also im höchsten Stockwerk, Apfelbäume im hohen Stockwerk, Pflaumenbäume im mittleren Stockwerk und Johannisbeeren im unteren Stockwerk. Zusätzlich benötigen wir Pflanzen, die gute Bedingungen für das Gedeihen dieser Gehölze kreieren,
indem sie zum Beispiel ein aktives, komplexes Bodenleben aufbauen, dieses mit organischem Material versorgen und der Johannisbeere Schatten geben, bis die Apfel- und Pflaumenbäume groß genug sind. Daher pflanzen wir sekundäre Gehölze wie Weiden und Holunder, die durch regelmäßigen, gezielten Schnitt die Sukzession anfeuern, Biomasse produzieren und Schatten geben. Die Plazentaphase des Systems stellen einjährige Pflanzen und mehrjährige Stauden dar. Sie bedecken rasch den Boden, verändern durch ihren Stoffwechsel das Mikroklima und füttern das System die ersten Jahre, bis die Gehölze sich etabliert haben. Unsere Formel, die richtige Pflanze am richtigen Ort zur richtigen Zeit, zeigt uns, dass wir es hier mit einem komplexen Makroorganismus zu tun haben, der durch Kooperation funktioniert. Wir Menschen sind nicht die Intelligenten des Systems, sondern wir sind Teil eines intelligenten Systems, in dem es unsere Funktion ist, Samen zu verbreiten und Pflanzen zu schneiden. So können wir ein System einlegen, in dem alle Stufen der Sukzession von Beginn an gesät und gepflanzt werden und wir durch unser Management des Systems, also das ständige Schneiden aller Pflanzen, die Sukzession beschleunigen. Wenn wir uns jetzt eine syntropische Pflanzung vorstellen, wie wir sie hier skizziert haben, und nochmal auf die anfangs gestellten Fragen zurückblicken, so können wir wie folgt antworten. Wie können wir am effektivsten Biomasse herstellen und dauerhaft Boden aufbauen? Dadurch, dass in der Syntropie durch das ständige Schneiden die Sukzession beschleunigt wird, ist das Anfallen von Biomasse ein elementarer Bestandteil des Systems. Durch das ständige Schneiden und das Ausschütten von Wachstumshormonen wird das Bodenleben gefüttert und die Pflanzen zum Wachsen angeregt. Die Biomasse kann gleich vor Ort genutzt werden, ohne Transportwege. Die mehrjährigen Pflanzen sorgen durch die dauerhafte Durchwurzelung des Bodens für nachhaltige Symbiosen zwischen Pflanzen und Bodenorganismen. So wird nachhaltig Dauerhumus aufgebaut. Wie kann die Wasserversorgung nachhaltig sichergestellt werden? Und wie können wir außerdem ein für uns günstiges Mikroklima kreieren? Syntropische Agroforstsysteme bestehen hauptsächlich aus mehrjährigen Gehölzen. Diese tragen zu einem großen Teil zu unserem ländlichen Regen bei. Sie sind also ein essentieller Bestandteil unseres Klimas. Auch die tiefreichenden Wurzeln sorgen dafür, dass Wasser aus tiefen Schichten verfügbar ist und der Wasserspiegel im Boden angehoben wird. Durch die hohe Photosyntheseleistung des Systems wird mehr Wasser in den Wasserkreislauf gespeist und steht daher in dem System zur Verfügung. Mit der Pflanzung vieler mehrjähriger Gehölze können wir daher gezielt unsere Wasserversorgung beeinflussen. Zudem trägt ein mehrjähriges System zur Regulierung des Mikroklimas unserer landwirtschaftlichen Flächen bei und kann sowohl vor Hitze und Austrocknung als auch vor Wind und starkem Frost schützen. Wasser muss gepflanzt werden. Wie können wir besser erkennen, was unser System braucht? In der syntropischen Landwirtschaft ahmen wir die Strukturen, Dynamiken und Funktionen natürlicher Ökosysteme so gut es geht nach. Mit dem syntropischen Verständnis können wir die Ursachen der Mängel unseres Systems besser verstehen und prozessorientiert reagieren. Finden wir beispielsweise eine Pflanze mit starkem Mildenbefall, betrachten wir das System als Ganzes. Dabei stellen wir fest, dass die Pflanze zum Beispiel in der falschen Strata steht. Vielleicht müssen wir ihre Nachbarsgehölze stärker schneiden, damit sie mehr Licht bekommt. Wir als Landwirtinnen sehen in der syntropischen Herangehensweise ein großes Potenzial für eine nachhaltige, nahrhafte und zukunftssichere Ernährung. Die Syntropie hat uns eine neue Denkweise aufgezeigt, wie wir Landwirtschaft betreiben wollen. Diana Andrade von der Agenda Götsch fasst dies so zusammen. Viele der nachhaltigen Anbaumethoden basieren auf der Logik der Input-Substitution. Chemikalien werden durch organische, Kunststoff durch biologisch abbaubare Materialien, Pestizide durch alle möglichen Präparate ersetzt. Die Denkweise ist jedoch immer noch sehr nah an der, die sie ablehnen. Beide bekämpfen die Folgen des Mangels an geeigneten Bedingungen für ein gesundes Pflanzenwachstum. Die syntropische Landwirtschaft hingegen hilft der Landwirtin, die natürlichen Prozesse der ökologischen Sukzession und Stratifikation zu replizieren und zu beschleunigen, indem jede Pflanze die idealen Bedingungen für ihre Entwicklung erhält und jede Pflanze an ihrer genau richtigen Position im Raum, die Strata, und in der Zeit platziert wird, die Sukzession. Es ist eher eine prozessbasierte Landwirtschaft als eine inputbasierte. Auf diese Weise wird die Ernte als Nebeneffekt der Ökosystemregeneration angesehen und umgekehrt.